shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar eine weitere Kreation von Glitched bzw. Modded Outfit, die ich damals ins Leben gerufen habe mit dem Namen OF. Leider hat Rockstar in letzter Zeit mehr Outfit-Glitches gepatcht, als gefunden worden sind, deswegen ist das Ganze ein bisschen schwieriger geworden, und die haben das auch wirklich so gepatcht, dass auch nachhaltig das Ganze extrem schwierig geworden ist. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch trotzdem gefällt. Wenn es so ist, könnt ihr natürlich ein Like da lassen, aber ich kann euch leider nicht das zeigen, was es im Moment nicht mehr gibt, deswegen ist es im Moment gerade nicht mehr so spektakulär. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefällt. Und zwar als allererstes braucht ihr mal so ein Cop-Outfit, wo ihr jetzt gerade im Hintergrund seht. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr dieses Outfit bekommt, ich hau euch mal unten in der Videobeschreibung ein Glitch-Video rein, wo ich genau zeige, wie ihr dieses Cop-Outfit und den Müllmann und sämtliche Outfits aus Missionen rausbekommt. Der Glitch funktioniert Gott sei Dank immer noch. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung reinschauen. Und ja, das Ganze mal nachmachen, damit ihr auch dieses Cop-Outfit habt. Weil genau für dieses Video braucht ihr nämlich genau dieses Cop-Outfit. So, wenn ihr das Outfit dann habt, dann geht ihr zu eurem Kleiderschrank. Das Ganze funktioniert selbstverständlich auch in jedem Bekleidungsgeschäft. Also ihr müsst es nicht zwingend notwendig in euren Kleiderschrank reingehen. So, danach geht ihr runter auf Blazer für Überzieher. Und wählt einfach kein Oberteil aus. Und jetzt seht ihr schon, dass die Unterarme unsichtbar sind, was ich extrem easy finde, weil jetzt ist eigentlich schon der erste Glitch getan und eigentlich das schwerste wurde auch schon gemacht. Nein, Spaß, aber es ist jetzt nicht allzu schwer. Danach geht ihr auf Accessoires und geht auf Manschetten und wählt euch einfach mal das schwarze Lederarmband aus, auf beiden Seiten. Also ich habe es jetzt mal gemacht, weil es einfach meiner Meinung nach cooler aussieht. Danach geht ihr auf Tücher und sucht euch irgendein Tuch aus. Ich habe mich jetzt so ein bisschen für grün entschieden, weil es einfach nachher mit dem Helm bei mir auch passt und mit der Hose auch passt. Danach geht ihr auf Hosen, geht dann auf Teamhosen und wählt dann irgendeine Hose aus, auf die ihr halt Bock habt. Ich habe mich jetzt einfach mal für die grüne bzw. für die waldfarbene Kampfhose entschieden. Anschließend geht ihr jetzt auf Hüte, geht dann runter auf kugelsichere Helme und zieht euch dann irgendeinen kugelsicheren Helm an. Und auch dort habe ich mich jetzt für den grünen entschieden, weil er, wie gesagt, zum Outfit passt. Und wenn ihr das dann jetzt soweit habt, dann geht ihr einfach nur wieder aus eurem Kleiderschrank raus. Ja, öffnet euer Interaktionsmenü, geht auf Inventar, geht auf Panzerung und zieht euch dann irgendeine Panzerung an, auf die ihr Bock habt. Also ihr müsst runtergehen auf Anzeigen und dann klickt ihr euch da halt einfach mal durch und wählt diese Panzerung aus, auf die ihr halt Bock habt. Ich habe mich jetzt einfach mal für die schwarze entschieden, weil die einfach dann, ja, mir am besten für das Outfit gefällt. Wenn ihr das dann habt, dann müsst ihr einfach wieder kurz zurück zu eurem Kleiderschrank gehen und das ganze Outfit einfach nur speichern. Ich habe es jetzt einfach mal OF Nummer 9 genannt. Und ja, ist halt wichtig für den nächsten Schritt, weil da müsst ihr einfach wissen, wie das Outfit jetzt gerade heißt. So, und jetzt wollen wir auf dieses Outfit noch die Heist-Raubüberfall-Tasche drauf machen, also die Duffelbag. Und falls ihr bereits schon ein Outfit habt, wo die Duffelbag drauf ist, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Dann wählt ihr dieses Outfit aus. In meinem Fall war es OF8. Aber falls ihr noch gar keine Duffelbag habt, ich hau mal unten in die Videobeschreibung ein Video rein, wo ihr euch das anschauen könnt, wie ihr die bekommt. Und wenn ihr noch gar keine habt, dann macht ihr das Ganze, also den Glitch von dem Video, wo ich euch zeige, macht es mit OF9. Und ja, für die Leute, die schon eine haben, da gehen wir jetzt einfach weiter im nächsten Schritt. Und da zeige ich euch, wie ihr die jetzt übertragen könnt, für die Leute, die es noch nicht wissen. So, und jetzt übertragen wir mal die Heist-Raubüberfall-Tasche auf ein anderes Outfit, in dem Fall auf OF9. Und da habt ihr auch jetzt mehrere Möglichkeiten. Wenn ihr VIP oder CEO seid, könnt ihr direkt einen Helikopter bestellen oder ihr ruft Merryweather an, um einen Helikopter anzufordern. Oder ihr macht es so wie ich in meinem Fall, ihr geht auf das Hochhaus, da oben befindet sich ein Fallschirm, ihr springt vom Gebäude runter, öffnet diesen Fallschirm mit X und ja, fliegt einfach mal zum Boden. Und während ihr da runtergleitet, öffnet ihr mal euer Interaktionsmenü, geht runter auf Stil, geht auf Outfits und wählt mal das eben gespeicherte Outfit mit dem Namen OF9 in meinem Fall und geht da ja mal drauf. Aber noch nicht mit X bestätigen, das ist ganz wichtig. Einfach nur, dass ihr es halt schon mal so offen habt. Danach geht es über zur Landung und da ist halt das Timing wirklich wichtig. In dem Moment, wo ihr landet, und das spielt auch keine Rolle, ob es euch auf die Schnauze haut, sondern sobald ihr dann aufsteht und jetzt den Rucksack wechselt, müsst ihr mit X bestätigen, um das Outfit zu wechseln. Und wenn ihr alles richtig getimed habt, dann seht ihr natürlich, dass er die heißt Raubüberfalltasche drauf hat. Danach geht ihr einfach in Ammunition, das ist nämlich auch noch ganz wichtig. Wenn ihr dann in Ammunition drin seid, dann geht ihr hier vorne gleich mal zu den komischen Ausrüstungen. Und da zieht ihr einfach mal das Nachtsichtgerät an, weil das ist mit dem kugelsicheren Helm überhaupt gar kein Problem, das anzuziehen.
und geht dann einfach nur hinter zu den Jacken und speichert dieses Outfit mal auf OF9. Und das war es eigentlich schon mit dem Glitch. Wenn ihr das dann gespeichert habt, dann habt ihr genau, ja, dieses Outfit, wo ich euch jetzt gerade eben gezeigt habe. War jetzt auch nicht so wirklich schwer, ist auch jetzt nicht so spektakulär, aber ich finde es einfach, wie es aussieht, richtig geil. Also mir gefällt es übelst. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefallen hat und ich würde mich natürlich tierisch über ein Feedback von euch freuen. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video und ich verabschiede mich mal, wünsche euch noch einen schönen Start, ja, in den Samstag rein. Und ja, ein Restwochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.